verschiedenen Einrichtungen. Was haben wir denn ganz da vorne nochmal für einen gehabt? Das waren hier. Das heißt, den haben wir auch noch nicht. Und dann kommt der dann eben noch auf die Seite hier. So. Okay, Bänke haben wir sogar auch noch. Die würden tatsächlich dann eher auf die Seite hier passen. Oder man setzt die einfach hier auf den Bereich. So. Hatten wir nicht auch mal irgendwo hier Laternen noch gehabt? Dabei Licht wahrscheinlich. Was ist denn das hier unten? Beleuchtung, ja. Die haben auch nur so riesengroße Dinger, ne? Da gibt es irgendwie keine. Das hier vielleicht. Auch so komisch groß. Das wollte ich nicht. Ah, ich kann die Farbe davon... Ich kann das echt noch ändern, okay? Das können wir später auch nochmal machen. Das habe ich noch gar nicht gesehen, die Funktion. Das ist interessant. Dass man das dann irgendwie so dazwischen setzen könnte, höchstens noch. Ob das allerdings abends jetzt genug Licht spendet, kann ich auch nicht sagen. Es sieht ein bisschen... Naja, ein bisschen... sparsam aus. Machen wir das einfach mal noch auf die Seite und auch hier noch eins auf die Seite. Genau. Guten Morgen, alles fit? Bei mir ist alles fit, ja. Wie geht's dir so? Bei dir auch alles fit? Hast du das neue DLC für Jurassic World Evolution 2 geholt? Ja, das habe ich schon. Das haben wir ja auch schon mal gezockt, haben es ein bisschen ausprobiert. Ja, wenn wir jetzt dann hier noch zum Dinosaurier bauen kommen, dann werden wir auf jeden Fall auch ein paar Leuchtesaurier reinbauen. Das brauchen wir hier, glaube ich, auch. So, das kann man erstmal so lassen. Wir müssen dann allerdings hier noch ein bisschen den Bereich... Wie machen wir den denn am besten? Mit Sand? Sieht das noch was aus oder ist es dann ein bisschen zu random, wie ihr sagen würdet? Ey, guck mal. Hätte das jetzt hier irgendwie so eine leicht... Der Sand ist ein bisschen dunkel, aber finde ich, ne? Ja. Obwohl, man könnte das tatsächlich dann auch noch hiermit so ein bisschen abschmücken. Dass wir hier noch so kleine Grenzen haben.
für die Areale, an denen man eben was essen kann. So. Na komm, da passt noch einer rein. Das wäre dann eben hier so die Futtermeile. Dann brauchen wir aber auch noch ein paar Tische. Sonst sieht das alles zu kalt und zu leer aus. Tische haben wir, glaube ich, hier gehabt. Nee. Dann waren die hier. Ja. So, dann kommt nämlich dann hier noch. Zack. Zack. Und zack. Und dann setzen wir hier noch. Zack. Und zack. So. Ist doch gar nicht mal so verkehrt. Bei mir auch nebenher am Schlafen und wenn ich dann mal ein paar Minuten hab, deinen Stream schauen. Hab mir ein paar DLC erst gestern geholt. Das DLC erst gestern geholt. Und muss mal schauen, bin echt gespannt. Nebenbei, du machst echt super Videos, vielen Dank dafür. Vielen Dank auf jeden Fall für dein Lob. Ja, dann schlaf du halt mal nebenher, ne? Warum bist du denn so müde? Was dann los? Und das DLC, ich find's nett. Das ist wirklich, also jetzt gerade für die 8 Euro machst du da eigentlich nichts falsch. Es sind halt nette Dinosaurier-Designs, aber auch nicht wirklich mehr, ne? Das sind Designs von Dinosauriern. Umgebung. Boah, jetzt hier die große Frage, weil ich ja eben gerade auch hier wirklich alles relativ akkurat gebaut habe. Gerade hier am Anfang mit 2 T-Rexen. Bauen wir jetzt jedes Restaurantstück genauso wie das oder machen wir andere daraus? Du hast ja aber auch nicht so viele Möglichkeiten, das irgendwie anders aufzubauen, glaube ich. Höchstens von der Art und Weise, wie ich was aufgestellt habe. Bin ich gerade wieder verwirrt, ey, da unten muss ich hin. So. So, hier haben wir jetzt ja 2 schräge Tische genommen. Da könnte man halt hier höchstens sagen, okay, hier machen wir jetzt einfach die Tische. Mal so aneinander. Zack. Obwohl das hier auch wirklich größer werden könnte eigentlich. Das ist jetzt hier so das größte Ding mit der kleinsten Einkaufsmeile. Ist logistisch sehr doof gewählt, was ich hier jetzt gerade mache. Aber wir müssen jetzt trotz allem gucken, dass das wenigstens in irgendeiner Variante, in irgendeiner Art sich voneinander abhebt. Dass wir verschiedene Varianten dieser Essensbereiche einfach bauen. Und erstellen. So, was haben wir denn hier? Das wäre auch was Feines für die Bänke eigentlich, ne? Ja, ist aber auch wieder so riesig. Warum ist im Jurassic Park alles so gigantisch groß? Oh, die sind auch schick. Kann man das hier vielleicht dann noch so... Gibt's die... Ja, sowas hier. Dass man das noch so zwischen die Tische stellt, dass die auch was sehen, wenn es dunkel wird. Ja. Ja, 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 ja. Da vielleicht noch eins hin. Ich muss mir das mal ganz kurz anschauen, wie das in der Nacht aussieht. Da um... Nee, zurück. Nein. Zurück Umgebung. Dämmerung Nacht. Ach, du hast geschrieben nachher am Schaffen, nicht am Schlafen, ey Mann, sorry. Das war grad mein Fehler. Wir haben keinen Strom im Park, sehe ich gerade. Oh. Huch. Aber das passt doch hier perfekt von der Beleuchtung her. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn man jetzt hier was essen geht, ne, so ein bisschen im hohen Gras, ist halt wahrscheinlich sehr viele Zecken, die es hier gibt, aber
Wir verkaufen auch sehr hochwertiges, teures Anti-Zecken-Spray, was man hier einfach braucht, damit man sich keine Krankheiten einfängt. Aber vom Licht passt das doch super. Zieht das Licht Mücken an? Ja, definitiv. Ich hasse den Sommer. Ich schwör's euch, das ist einfach alles im Sommer, geht mir so tierisch auf die Nerven. Aber das soll ja meine Gäste nicht davon abhalten, sich hier wohl zu fühlen. Ein kleines... Oha. Das ist ein kleines. Okay, perfekt. Ach, das ist so ein Ding. Ah, okay, nee, das brauche ich nicht. Den Park werde ich hier auf gar keinen Fall mit diesen Stangen zumüllen. Dafür habe ich jetzt hier extra meine Ressourcen auf unbegrenzt gestellt. Und schon haben wir alles versorgt. Optimal. Bin mal kurz weg. Ja, alles klar, kein Thema. Ich mach so lange hier weiter. Frisch und munter. Okay. Also, Nummer 1 haben wir fertiggestellt. Hier kann man jetzt auf jeden Fall schön speisen. Es ist von der Aufmachung her nicht ganz akkurat, also nicht ganz perfekt, aber es ist jetzt auch, das macht ja nichts. Man könnte höchstens das und das jetzt hier noch abreißen und ich glaube, das mache ich auch einfach mal für meinen inneren Monk. Muss das raus und das muss raus. Ja, okay. Hätten wir das auch geklärt. Hier müssen wir jetzt erstmal noch gucken, dass wir noch ein, zwei Tische hinten dran stellen. Für die Besucher. Man könnte... Haben wir nicht aber noch irgendwelche anderen Arten von Tischen oder gibt es hier wirklich nur diese zwei? Wir haben noch Liegen, wir haben noch hier so Kantinentische. Nee. Nee. Die kommen da schon mal nicht hin. Dann nehmen wir einfach die nochmal. Aber diesmal kommt da noch so eine Reihe mit schrägen Tischen hinten dran. Die aber dann genau an die Regenschirmtische angepasst sind. Oh. Und zwar so. Die Umgebung ändern. Das bleibt natürlich jetzt hier auch beim Sand. Das kommt hier wieder mit dran. Den Sand erkennst du halt hier auf der Karte fast überhaupt nicht. Ja, ist auch nicht sehr viel besser gemacht, aber... Da kennst du wenigstens einigermaßen, wo du jetzt Sand hingebaut hast. Oh, ich habe gerade Gras. Sehr gut, ey, sehr gut. Das brauche ich hier natürlich. Schön sandige Flächen. Na, es geht halt wirklich nur bedingt. Das ist ein bisschen schade. Du baust den Park und ich schraube Autos. Ja, das hört sich aber so... Keine Ahnung, ey. Ich bin so nutzlos. Du machst irgendwas Produktives. Ich baue einen Park. Ach, ey. Nehmen wir hier auch einfach die Steine oder vielleicht kann man das sogar noch ein bisschen anders abgrenzen. Mit so Dingern hier, die sehen natürlich jetzt in Kanada, sieht alles so ein bisschen nach Herbst aus, ne? Als wäre alles so ein bisschen verdorrt und kaputt. Aber das erwartet man auch irgendwie von Kanada, so ein bisschen. So, da kann man dann noch was dazwischen bauen. Dann gehen wir hier den Weg einfach, genau.
Das ist es auf jeden Fall. Wie viele habe ich denn jetzt da drüben hingebaut? 3 Stück. Das muss immer ein bisschen... Ja, so. Fast gerade. Das zählt aber auf jeden Fall. Und dann kann man hier noch dazwischen vielleicht so Dinger bauen. Oder auch sowas hier, wenn das nicht zu groß ist. Aber das scheint ganz gut zu passen. Zack. Und dann da noch eins dazwischen. Und da... Und da. So. Und jetzt nehmen wir mal was Schönes, was uns das Update geschenkt hat. Wir haben nämlich auch extra noch Restaurantwände. Irgendwo hier drin. In diesem Klumpert an Sammelsurien. Wahrscheinlich eher hier bei dem Park, ne? Ja. Die Dinger hier. Die kennt man natürlich auch aus Jurassic Park. Die finde ich, die passen natürlich am besten in so ein schönes Restaurant rein. Das ist auch eine Sache, die mich echt stört. Das macht das Prehistoric Kingdom auch besser. Da könntest du, wenn du Lust hättest, einfach das Teil jetzt hier so mitten reinbauen. Und warum auch nicht? Also warum wird mir das jetzt hier verboten zum Beispiel? Und die updaten ja bei dem Game hier wirklich alles, was sehr, sehr geil ist. Aber da würde ich mir gerne nochmal so ein Update wünschen. Dass du auch einfach diese Grenzen wegmachen könntest. Das wäre wirklich geil. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass es auch irgendwie mittig wird. Das heißt, wir haben in der Mitte aber dann noch so eine kleine Lücke. Oh. Aber die schließen wir auch noch mit irgendwas Coolem. So. Ah, das hier so mitten rein ist auch ein bisschen dumm. Wir machen einen Mr. DNS, bin ich jetzt... Da haben wir noch coole Tische. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Jetzt ist es zu spät. Wir können ja hier einfach noch so einen dicken Busch reinsetzen. So. Dass ich den Baum jetzt mitten in die Flammen reingesetzt habe, das ignoriert man am besten einfach mal. Ist vielleicht gar nicht so schlau, aber ihr merkt, der Busch brennt ja nicht. Also von daher ist das schon legitim. Aber es stört mich trotzdem. Dann nehmen wir mal was, was einfach nicht brennt. Wie wäre es denn damit? Haben wir irgendeinen coolen Stein? Gibt's coole Steine? Sammelt jemand von euch da draußen Steine? Es gibt wirklich Menschen, die Steine sammeln. Und ich finde das voll interessant, weil die halt so übertrieben Ahnung davon haben. Und für mich ist einfach ein Stein ein Stein. Diese dämlichen Grenzen hier, das ist wirklich dumm. Das ist wirklich blöd. Dann lasst mich nochmal gucken, ob wir da irgendwas Cooleres finden, als da jetzt einfach irgendwas blöd reinzusetzen. Wie wär's denn mit sowas hier? Das würde zumindest reinpassen. Das ist mir ein bisschen zu klein. Bräuchten irgendwas... Oh, Moment. Was minimal größer wäre... Aber auch nicht so viel dann davon an Platz wegnimmt. Ja, okay, das wäre natürlich ganz cool. Das haben wir noch nicht zumindest. Das kann man da hinbauen. Da könnte man sagen, sowas nehmen wir und bauen das dann da an die Seite dran. Dann natürlich nochmal hier die Lichter.
So. Setzen wir hier rein und hier rein und hier rein. Und, da müssen wir natürlich ein bisschen weiter ausholen jetzt hier. Nee, das muss ich hier ganz anders machen. Ja, das muss hier relativ mittig gesetzt werden. So. Und so. Und so. Moin Robson, schön, dass du auch am Start bist. Wie geht's dir so? Wieso fängt denn der jetzt immer an, das in diese Farbkorrektur rein zu switchen? Ich will doch einfach nur, dass das irgendwie gerade gedreht werden kann. Und da muss das hier dazwischen und das muss hier dazwischen und das muss hier dazwischen und hier, weil wir jetzt hier aus dem Raster fallen hier vorne. Nee, sieht doch blöd aus. Wir nehmen wieder die gleichen. Vergesst, was ich sagen wollte. Zack. Zack. Und zack. Und zack. So. Kann man hier ein bisschen was essen. Und da das hier hinten schon abgeschottet ist, sowieso. Ne, hier haben wir jetzt ja eine relativ große Fläche dazwischen. Würde ich sagen, wir machen da einfach nochmal so eine kleine Trennwand hin. Das sind dann quasi die Plätze, die man reservieren kann, um ein bisschen Privatsphäre zu haben, wo sich dann quasi die Snobs zu Hause fühlen. Wäre das... Ah, Moment. Es kann sein, dass ich hier gleich nochmal ein bisschen am Platz arbeiten muss. Dann könnte man das da dran machen. Und das noch da dran. Und dann würde ich aber die Tische und alles hier unten nochmal ein bisschen mehr in die Mitte verschieben. Wenn schon, denn schon. Ja, obwohl die sind jetzt ja hier oben fast mittig. Merkt man gerade mal, wie unsauber ich die eben gerade noch platziert habe. Dann holen wir uns aber auch direkt andere Lichter. Wenn wir jetzt hier sowieso so einen Special-Raum reinmachen. Dann holen wir uns am besten auch mal irgendwelche fancy Lichter. Da gab es doch vorhin... Springbrunnen ist auch... nicht ganz so schön, glaube ich. No. Der ist auf jeden Fall zu groß. Der ist auch zu groß. Dann bekommen die hier nämlich einfach diese Lichter rein. Aus dem einfachen Grund, dass die Leute, die hier sitzen, was Besseres sind. So. Ja, das wird einfach hier so die Geburtstags-Area, wo dann die Leute irgendeinen Geburtstag der Kinder feiern können oder keine Ahnung was. Wichtig ist nur, dass die ihr Geld hier lassen. Aus welchem Grund auch immer, das ist mir natürlich egal. Okay. Dann machen wir mal einen ganz kleinen Walk-Around-Check und gucken, ob das gut aussieht. Die Umgebung wird nochmal kurz auf Nacht umgeswitcht. So, und wir gehen in den Besuchermodus. Und gucken mal, wie das Ganze wirkt. Wenn man hier erstmal ankommt, klar, nachts ist halt, da ist das sogar vielleicht noch ein bisschen zu dunkel. Mit den kleinen Lichtchen, aber es ist halt auch nur der kurze Ankunftspunkt hier unten. Dann kommt man eben hier rein, da lang Richtung Schutzbunker, wenn irgendwas los ist. Hier haben wir dann unseren ersten Spot, wo man eben auch drin essen kann.
aber es ist ja draußen warm. Will man ja auch ein bisschen draußen essen und dann kann man sich dann hier schön hinsetzen oder eben hier hinten in den Bereich, der sogar noch ein bisschen abgeschirmt ist. Ist doch eine schöne Sache. Gut, dann kümmern wir uns mal ganz kurz um das Essen hier drin, damit sich dieses Symbol ein bisschen verändert. Was ja auch leider so das Einzige ist, was du hier wirklich verändern kannst. Ne? Das ist das Symbol da oben mit Barbecue. Bänke kannst du, glaube ich, noch außen hinstellen. Oder obendrauf. Fischtank sieht man, glaube ich, gar nicht. Ja. Machen wir so. Gebäudestil. Ah, hier kann man es doch noch ein bisschen anpassen. Minimal halt aber auch nur, ne? Im Jurassic Park Stil. Warum ist im Jurassic Park Stil alles cooler? Ja. Beton. Betonrüstung. Ja, machen wir mal dran. Das hier ist der Eingang vorne im Jurassic Park Stil, aber könnt ihr mal einen drauf lassen. Oh, Moment. Nee, ich find's mittig fast am geilsten, obwohl das hier auch was hat. Wenn das so ein Stück an der Seite ist. Wir lassen's aber mal in der Mitte. Was finde ich ganz schick? Das nicht, weil da oben kann man da nicht sitzen. Das ist auch doof, das ist auch doof. Das ist auch... ist eigentlich ganz cool. Aber so können halt noch Leute da oben sitzen. Und hier auch, ne? Und ich finde das ganz cool mit diesen kleinen Überdachungen da. Deswegen bleiben wir hier dabei. Schild, Barbecue, Burger, Krabben. Fische, vegan. Salat. Vegan und Salat, ja. Sushi. Obwohl, es gibt hier auch nicht veganen Salat. Verzeiht mir diesen kleinen Fauxpas. Ja, da gibt es doch einiges zum Auswählen. Fleischbuffet. Barbecue wollten wir aber machen, ne? Das bleibt auch jetzt so. So. Das haben wir fertig eingerichtet. Ab geht's zum nächsten. Das hier oben haben wir nämlich auch schon fertig. Da passt ja aber hier von der Aufteilung hier gar nichts mehr, ne? Das muss mehr nach da. Das muss mehr in die Mitte. Und das muss auch ein bisschen mehr hier rüber, dass man das einigermaßen wenigstens zentral hat. So. Was machen wir aus dem kleinen Bereich hier? Was bieten wir da alles an? Heiße Schokolade, Ingwerbier. Was ganz Ausgefallenes. Aber hier kriegen wir jetzt überhaupt nicht die Chance, dass Menschen auch oben oder zumindest drin essen können, ne? Auf dem oberen Dachbereich. Ne. Okay. Dann bleiben wir hier bei Jurassic Park. Da kann man wenigstens irgendwie hochgehen. Da ist zumindest eine Tür. Dachstil bleibt auf jeden Fall bei Holz. Da machen wir das Jurassic Park-Ding wieder mit dran, setzen es in die Mitte. Da können wir auch so eine Brüstung mit dran machen oder... Ah! Da machen wir das Ganze doch so. Das finde ich cool. Das finde ich sogar sehr cool. Kaffee zum Mitnehmen, Kräutertee, Kaffee, Limonade... Saft, bla bla, nee, irgendwas zu essen halt, ne? Ein Barbecue-Burger. Hier können wir einfach mal Seafood draus machen. Machen wir auch. Aber ich will hier drüben dann aber auch dieses Leuchten haben. Warum geht das denn hier nicht?
Das hier war das, ne? Jurassic World. Ah, krass. Das hier. So muss die Nummer aussehen. Perfekt. Der Park beginnt langsam Gestalt anzunehmen. Ohne dass wir bisher Dinosaurier haben. Hier ist noch Platz für ein bisschen was. Da kommt, was weiß ich, dann noch irgendwas hin. So, und das Ding hier fehlt jetzt noch. Dann können wir ja mal zuallererst gucken, dass wir das einigermaßen anpassen hier.